Hi und herzlich willkommen bei Board Game Science. Da ist die Kamera. Wir haben euch heute das neue Insel der Katzen Roll and Ride, Explore and Draw mitgebracht. Das gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, gibt es, also ich habe es vorgestern auf jeden Fall bekommen. Ich glaube, es gibt seit gestern oder ja, seit vorgestern wahrscheinlich. Genau, wir haben es gestern Abend zu dritt gespielt und heute noch ein paar Mal zu zweit und ja, wollen euch einfach kurz die Regeln erklären. Es ist ein Spiel für 1 bis 6 Spieler, also es hat einen Solo-Modus. Ich habe es aber im Solo-Modus noch nicht probiert. Wir spielen da gegen unsere Schwester. Und danke, das ist gut. Ja, das Spiel ist angegeben mit 30 bis 45 Minuten. Das kommt auch ungefähr hin. Und Alter ist ab 10 Jahren. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, euch das Spiel zu zeigen. Ja, also wir haben ja einmal dieses... Mir fehlt immer, ich will immer Sheet sagen, aber es was ist ein Schiff, oder? Ja. Wir haben dieses Schiff. Also grundsätzlich, die Geschichte scheint identisch zu sein zu dem normalen Insel der Katzenspiel. Das kenne ich allerdings nicht, habe das nie gespielt. Hier ist auf jeden Fall die Geschichte, dass wir möglichst viele Katzen von der Insel retten wollen, bevor der Bösewicht Vash vorbeikommt. Ja, und das wollen wir tun, indem wir möglichst viele Katzenfamilien zusammen verschiffen, retten, um sie nicht, ja, auseinanderzureißen. Genau. Jetzt sagst du auch wieder genau. Im letzten Video oder so hat irgendeiner drunter geschrieben, dass ich ständig genau sage und dass ich dich auch schon damit angesteckt hätte. Ja, das kann gut sein. Ich werde dich jetzt auch mal dran erinnern. Ich hatte da schon im letzten Video gesagt, dass ich versucht habe, mir das M abzugewöhnen und jetzt ständig genau sage. Und jetzt werden alle besonders auf alles achten. Ja, genau. Ja. Richtig. Dann haben wir hier, wir haben das Schiff, wir haben einen Lektionenbogen. Bogen, genau. Ein Lektionenbogen, da ist es so, dass wir im Laufe des Spiels ja diverse Lektionen sammeln können und die geben uns am Ende des Spiels nochmal ja einfach Endboni für die Wertung. Die sehen dann so aus. Genau. Und die kann man schon mal sehen, die werden dann so aussehen. Und also es ist jetzt absurd, dass wir alle bekommen, das wird nicht passieren, aber man kann dann ja selektieren, was man haben möchte. Genau, das sind die Lektionen, das ist das Boot. Hier haben wir Spezialaktionen, da können wir insgesamt im Spiel, das aus 7 Runden besteht, 3-mal eine dieser Spezialaktionen wählen, muss aber dann immer eine andere sein, wir können keine doppelt benutzen und wir dürfen maximal eine pro Runde benutzen und insgesamt in allen 7 Runden maximal 3, also im gesamten Spiel. Ja. Ja, wir haben 2 verschiedene Arten der Karten. Und das hier sind die Lektionen, wie ich ja schon gezeigt habe. Die sehen dann irgendwie so aus ungefähr. Ja, und die Katzen. Das heißt, die können dann verschieden aussehen. Wir haben hier die Katzen, die verschiedene Formen dann widerspiegeln. Und das hier sind noch Schätze. Da gibt es dann auch nochmal Unterschiede. Also ob es seltene oder gewöhnliche Schätze sind. Das hängt dann auch davon ab, welche Farbe die haben. Die Bronze aussehenden Schätze sind gewöhnliche. Und die goldenen Schätze sind seltene Schätze. Genau, wir haben eine bestimmte Anweisung praktisch, in welcher Reihenfolge man diese Karten aufdecken soll. Das heißt, am Anfang werden die abwechselnd hingelegt. Ich zeig das mal kurz, das ist hier nett in der Anleitung auf jeden Fall mit drin. Das muss man sich auch am Anfang nochmal hinlegen. Ah, ja. Okay. Ja. Wobei beim ersten Mal, wir sind dann dazu übergegangen, wir haben ja gestern auch zu dritt gespielt, jeder hat sich dann eine Reihe vorgenommen und immer dieselbe Reihe. Und dann guckt man einfach, was hier haben wir 2 grüne, eine blaue, eine grüne und dann macht man das, dann braucht man nicht mehr reingucken. Ich habe ganz am Anfang immer wieder reingeguckt, das hat mich dann genervt, aber ist nicht notwendig. Richtig. Genau, also man kümmert sich praktisch ganz am Anfang darum, diesen Aufbau hier aufzudecken. Und hier haben wir noch den Anzeiger dafür, in welcher Runde wir uns befinden. Wir starten hier bei der 7 und dann am Ende hier, wo diese Hand abgebildet ist, dann ist dann die letzte Runde erreicht. Also dann ist das Spiel vorbei. Vorbei, genau. Die letzte Runde ist bei der 1. Hier sind nochmal gewöhnliche Schätze oder Formen für gewöhnliche Schätze. Die werden dann später nochmal oder können an einer gewissen Stelle dann nochmal interessant werden. Und ja, so grundsätzlich
Was haben wir hier auf diesem Boot? Man kann erkennen, diese etwas heller eingefärbten Bereiche, das sind verschiedene Räume. Abgegrenzt werden die durch die etwas dicker eingezeichneten Wände. Genau. Ja, genau. Dieser dunklere Bereich ist halt dann, sind dann die Gänge einfach. Man sieht, hier sind teilweise Ratten eingezeichnet und dann hier noch, ja, wie wird das genannt? Schatzkarten. Genau, die Schatzkarten, in verschiedenen Farben. Und da ist es so, wir sind grundsätzlich bestrebt, die Räume komplett auszufüllen mit den Katzenpuzzeln. Also wir zeichnen dann quasi die Katzenformen ein und das Ziel sollte sein, dass wir ja, den Raum komplett ausfüllen, denn wir bekommen für jeden nicht komplett ausgefüllten Raum am Ende 5 Minuspunkte. Dann ist es noch so, wir bekommen für jede Ratte, die wir nicht übermalt haben, einen Minuspunkt. Und die Schatzkarten, wenn wir eine Katze in der Farbe der Schatzkarte über die Schatzkarte malen, dann können wir uns einen dieser gewöhnlichen Schätze einzeichnen. Da gibt es insgesamt 4 verschiedene Formen als Möglichkeiten, die wir uns aussuchen können. Und das geht aber nur, wenn wir hier über die blaue Schatzkarte eine blaue Katzenform zeichnen. Dafür sind die Schatzkarten da. Wir können natürlich auch alles andere drüber zeichnen, aber wie gesagt, dann gibt es diesen Bonus einfach nicht. Punkte, kann man auch nochmal sagen, gibt es für die gewöhnlichen Schätze an sich jetzt erstmal nicht, sondern eher für die seltenen Schätze. Dafür gibt es dann zum Schluss Punkte. Diese Drei Punkte gewöhnlichen pro seltenem Schatz. pro seltenen Schatz. Und diese kann man hier zum Beispiel verwenden, einfach um noch eine Ratte zu überdecken, wenn man dann merkt irgendwie, okay, ich habe hier richtig viele Ratten übrig, möchte aber keine Minuspunkte zum Schluss bekommen, dann kann ich die einfach verwenden, um hier noch die Ratten zu überdecken. Richtig. Wir starten das Spiel so. Also ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal kurz durch, was wir machen. Wir suchen uns keinen Startspieler aus, weil das völlig Simultan. egal ist. Wir spielen simultan. Jeder der Spieler sucht sich eine Spalte. Spalte von diesen 4 Spalten aus. Muss man auch nicht ansagen, sucht man sich einfach aus, weil wir alles gleichzeitig machen. Und dann ist es so, dass wir alle 3 Karten bearbeiten müssen. Die Reihenfolge ist egal. Wenn wir so eine Karte wie diese hier haben, wo 2 Puzzle drauf sind, dann müssen wir erst beide einzeichnen, bevor wir zu einer anderen Karte gehen können. Wir können die aber als erstes, zweites, drittes, das ist völlig egal, aber wir müssen eine Karte abschließen, bevor wir zur nächsten gehen. Und durch diese Spezialaktion kann man dann hier beispielsweise nochmal wähle eine Reihe anstatt einer Spalte, dann können wir einmalig eine Reihe wählen anstatt einer Spalte, das ist ganz praktisch. Oder wir können zusätzlich zu unserer Spalte noch eine andere Karte aus einer anderen Spalte benutzen, dass wir Selbsterklärend dann, ja, eigentlich. es ist relativ simpel. Ja, das machen wir also. Wir starten das Spiel, suchen uns jeder eine Spalte aus und Genau, zeichnen haben. dann an. Wir können jetzt einfach mal die hier nehmen. Ich würde jetzt diese Spalte nehmen, C. Das heißt, ich zeichne erstmal, ich nehme jetzt die erste, die grüne und die lila Katze ein. Dann kann ich gucken, ob ich hier die grüne und die rote oder ob ich erst die Lektion abkreuze. Aber das ist ja sowieso schnell gemacht. Ja, es macht natürlich Sinn, dass man sich oft einfach mal anguckt, was für Lektionen sind das und wie ist der Stand im Moment bei einem auf dem Board. Werde ich das am Ende erfüllen oder ist das völlig absurd? Also ich hatte gestern zum Beispiel eine Karte, da hätte ich für jede übrig gebliebene Ratte, die mir eigentlich Minuspunkte bringt, hätte ich Pluspunkte bekommen. Ich hatte aber nur noch eine Ratte, das heißt, es hätte für mich keinen Sinn gemacht, diese Lektion dann zu wählen. Ja, und dann ist es so, wir sind bestrebt, Katzen derselben Farbe angrenzend aneinander zu zeichnen. Denn wir bekommen am Ende, das steht hier, für alle zusammenhängenden Katzenfamilien, je größer sie sind derselben Farbe, immer mehr Punkte. Also wenn wir 3 Familien eng aneinander gezeichnet haben, bekommen wir 8 Punkte. Wenn wir 4 haben, 11 und so weiter. Wenn wir 10 schaffen, kriegen wir sogar 40 Punkte. Familienmitglieder, ne? Das heißt Katzen. Genau. Also eine Also Familie 10 heißt, rote Katzen zusammen, genau, und dass sie sich berühren. die erste Familie, also eine Katze ist eine Katze, eine einzelne. Zwei einzelne Katzen, die gleiche Farbe haben, sind immer noch zwei einzelne Katzen. Und drei grüne Katzen beieinander beispielsweise sind dann erstmalig dann eine Familie. Und natürlich jede Katze, die dann noch dazu kommt, erweitert die Familie dann und erhöht dann halt den Punktewert. Richtig.
Es ist angrenzend, gelten immer nur Katzen, die sich wirklich an einer Wand berühren, nicht diagonal an der Ecke. Das also gilt orthogonal, nicht ja, diagonal. Ja, genau. Ja, nicht diagonal. Genau. Und ja, das tun wir also. Wir suchen uns die Spalte aus, zeichnen ein. Und die allererste Katze, die wir einzeichnen, die können wir einzeichnen, wo wir wollen. Wir können auch übergreifend zeichnen, über diese Flure hinweg, das ist egal, also wir müssen nicht innerhalb des Raumes bleiben. Und die erste Katze, die wir zeichnen, kann überall hin und ab da gilt die Regel, alles andere muss angrenzend sein. Und ja, ja, also wir haben auf jeden Fall diese Stifte hier. Das heißt, wenn wir jetzt diese Spalte hier haben, sehen wir hier eine grüne Katze, haben dann diese Form und können mit diesem grünen Stift, können die dann einzeichnen und zwar so wie die Form da ist. So wie die Form da ist. Man kann diese Form allerdings auch drehen oder spiegeln. Das ist vollkommen in Ordnung. Und es macht Sinn, dass man die Katze wirklich so einzeichnet und nicht hier an den Rändern. Weil wenn ich dann Familien bilde, dann kann ich überhaupt nicht mehr sehen am Ende, aus wie vielen Familien aus wie vielen Katzen die Familie letztlich bestanden hat. Also das ist auf jeden Fall nicht so eindeutig. Ja, oder wenn man jetzt hier noch eine rote Katze. Diese Stifte gehen ziemlich schwer auf. Wir hoffen, es legt sich irgendwann noch. Wenn man hier noch eine rote Katze hat, verschmiert das nicht. Wenn man das jetzt hier so machen würde, wäre das übereinander. Das ist dann auch ein bisschen blöd. Ja. Ist jetzt aber nur ein kleines Detail. Genau. Genau. Das heißt, für jede Katze hat man dann seine eigene Farbe. Letztendlich geht es einfach darum, die Katzen vernünftig hier unterzubringen, sodass Familien entstehen. Viele verschiedene Familien entstehen, man die Ratten übermalt, man hier diese Schatzkarten übermalt und genau, natürlich, dass man halt nur hier angrenzend aneinander malen darf. Da muss man sich natürlich überlegen, was macht am meisten Sinn, wie gehe ich am besten vor, was ist clever und kann dann eben jedes Mal, das heißt, wir haben jetzt hier uns für diese Spalte entschieden, jeder der Spieler hat das irgendwie, hat diese Karten verwertet. Dann werden alle Karten wieder zurückgelegt auf einen Ablagestapel. Es wird alles wieder neu verteilt. Dann geht die nächste Runde los und dann kann man sich von vorne wieder eine neue Spalte aussuchen. Oder wenn man sich hier für so eine spezielle Aktion entscheidet, dann halt irgendwie gegebenenfalls irgendwie eine Reihe oder so. Genau. Ja, und hast dann. Hast du was gesagt zu dieser? Ah, genau. Das ist noch. Genau. Also, das ist. Das ist die Joker, die Ushaks-Karte, korrigiert mich, falls ich es irgendwie falsch ausspreche. Ich habe keine Erfahrung mit die Insel der Katzen. Genau, da können wir uns die Farbe selber aussuchen, ja, die uns dann am besten passt. Und ja, wie gesagt, diese gewöhnlichen Schätze bringen keine Punkte. Wir haben das ein bisschen unterschätzt, also ich zumindest beim allerersten Spiel. Also ich habe für jeden Raum -5 Punkte abgezogen bekommen, weil ich keinen geschafft habe zu füllen. Ich habe mich aber bei den gewöhnlichen Schätzen oft für den kleinsten Schatz entschieden, weil ich immer dachte, ich brauche Platz. Aber im Grunde sind das einfach Füller, die man auch nutzen sollte. Man bekommt zwar keine Punkte, aber man kann damit halt Räume super schließen. Ja, dann gibt es noch zu sagen, hier sehen wir ja Oder. Bei den Oder-Karten ist es so, dass ich immer mich entscheide, zeichne ich beide oberhalb des Wortes Oder ein oder unterhalb. Also ich muss mich entscheiden. Es gibt auch mal hier, dass das in das Wort reinragt, beziehungsweise in den anderen Bereich, dann ist es so, dann gucke ich, wo befindet sich der größte Teil dieses Puzzles, dann, also das ist dann oben zuzuordnen und das hier unten, ja. Und hier für die seltenen Schätze gibt es dann am Ende pro Schatz 3 Punkte, aber ja, man sollte die Bronzen nicht unterschätzen, dann bekommt man auch nicht so viel Punktabzug. Wie ja, geht die Auswertung? Die Auswertung, wir schauen uns an, also ich war am Anfang verwirrt bei der Wertung, weil ich erstmal eingetragen habe, wie viele Familien ich habe, aber man sollte es gleich zusammenrechnen, weil wir so viel Platz gar nicht haben. Ich gucke jetzt also, ich nehme jetzt einfach mal das als Beispiel, hier die Grünen. Was nicht repräsentativ ist, weil die sich ja nicht berühren, aber gut. Ja, aber um zu gucken einfach. Also ich würde jetzt gucken, grüne Familien, gucke, ah nee, es hängen nur 2 zusammen, das heißt, ich habe keine Familie. Ich hätte also 0 Punkte und wenn ich jetzt aber hier noch eine Familie hätte, dann hätte ich die 3 und dann würde ich hier bei der grünen Familie 8 Punkte bekommen und so kann ich das dann für alle machen. Einsam stehende Katzen bekommen, dafür bekommt man keine Punkte, das ist klar, weil es keine Familien sind.
Und ja, so gehe ich dann alle Farben durch, gucke, wie viele zusammenhängende Katzen habe ich und wie viele Punkte bekomme ich. Das steht hier ganz nett. Ja, ich zähle meine seltenen Schätze, multipliziere sie mit 3, habe meine Punktzahl dafür. Ich zähle meine Ratten, multipliziere sie mit minus 1, habe meine Negativpunkte und ja, Räume, minus 5 Punkte für jeden nicht komplett ausgefüllten Raum. Und bei den Lektionen, da muss ich dann in Ruhe nochmal durchgehen, was ich am Ende alles habe. Und ja, trage das dann ein. Aber bei uns war es gestern so, ich glaube, ich war schon weit vorne, als ich 3 Lektionen erfüllt habe. Also oft ist es so, dass man einfach gar keine Lektionen erfüllen kann. Oder zumindest war das jetzt bei uns so, dass wir nicht immer alle, die wir hatten, dann auch erfüllen konnten oder die uns was gebracht haben. Ja, und dann addieren wir alles, schreiben hier oben unter unseren Namen, den wir sorgsam eingetragen haben, unsere Punktzahl drunter. Und das war es dann eigentlich auch schon. Die Regeln sind tatsächlich ziemlich leicht. Es gibt auch Sätze, die stehen hier über mehrere Seiten immer wieder drin. Falls man es noch nicht verstanden hat, dann liest man weiter und dann kommen einem die Sätze noch zwei, dreimal wieder entgegen, aber das macht es dann halt vielleicht auch Also es nochmal ist wirklich, einfacher. am Anfang dachte ich so, puh, aber es ist wirklich, die Regeln sind absolut nicht schwer. Aber es ist schon herausfordernd, dass man hier alles ausfüllen kann. Aber ich denke, die Leute, die sowieso die Insel der Katzen kennen und gespielt haben, haben damit wahrscheinlich weniger Probleme, weil sie das schon kennen. Das Prinzip ist ja das gleiche. Für mich war das jetzt völlig neu, weil ich das Spiel einfach auch noch gar nicht gespielt hatte und ich war richtig schlecht, muss ich sagen, im ersten Spiel. Ja. Ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es zu dem Spiel gar nicht zu sagen. Es ist simpel, aber es ist herausfordernd, macht wirklich Spaß und ja, mehr dazu werdet ihr noch in meinem nächsten Roll and Ride Spezial erfahren. Und ja, möchtest du noch was sagen? Nö. Nö, mir fehlt jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich Da viel fehlen dazu uns die ein. Worte. Fehlen uns die Worte, Ja, wir richtig. wollten es euch einfach zeigen, weil es ganz neu ist. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, spielt auch mal. Und wir verabschieden uns, sagen mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.